Mach! Ja! Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lustige Witze. Ich sitze ja normalerweise hinter der Kamera. Ich bin ja die, die Witze eigentlich schreibt. Das ist mein Anhängsel, JP. Da hinten sitzt Donkey Kong und darüber hängt Shy Guy. Wir erzählen jetzt ein paar Witze. Lustige Witze in 3, 2, 1, go! Sagt das eine Kind, meine Oma hat mir heute in der Stadt ein Eis gekauft. Sagt das andere Kind, meine Oma wäre jetzt 78 Jahre alt. Das eine Kind heult. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schon in Tschernobyl war. Wie oft? 7-mal. Ein Mann ist letztens an einem Pfannkuchen erstickt. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes krepiert. Wo ist eigentlich der nervige Nachbar geblieben, von dem du mir erzählt hast? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Der ist im Garten. Wo denn? Also, man muss schon ein bisschen graben. Wusstest du, dass es übrigens ein sehr kluger Schachzug ist, wenn du die Leiche 2 Meter tiefer verbuddelst und darüber noch eine tote Katze vergräbst? Weil, falls die Leichenspürhunde dann suchen, finden sie die Katze, aber den Körper nicht. Ich hab Angst. Ich glaube, ich darf nichts Falsches machen in dieser Beziehung. Wurde gestern aus der Bibliothek geschmissen, weil ich ein Buch über Frauenrechte in die Fantasy-Abteilung gelegt habe. Als Gott die Erde erschuf, sagte er, einen perfekten Mann findet man an jeder Ecke. Und dann machte er die Erde rund. Wann ist ein Mann 1 Euro wert, wenn er einen Einkaufswagen schiebt? Witze über Rollstuhlfahrer sind voll das No-Go. Mann erwacht aus Koma, Frau zieht sich die schwarzen Sachen wieder aus und sagt genervt, auf dich kann man sich auch gar nicht verlassen. Im Zoogeschäft. Haben Sie zufällig einen sprechenden Papagei? Nein, aber ich hätte da einen Specht. Ach, kann der auch sprechen? Nein, aber morsen. Ich werde mir irgendwann mal einen Papagei holen. Und dann werde ich Ihnen 2 Sätze beibringen. Der erste ist, Hilfe, ich wurde in einen Papagei verwandelt. Und der zweite Satz ist, wieso glaubt mir niemand? Habe gestern 2 Biber beim Essen beobachtet. Es gab Steak. Man kann beim Schulterklopfen auch sehr unauffällig die geeignete Stelle für ein Messer im Rücken abtasten. Bin letzte Nacht per Anhalter gefahren, sagte der Fahrer. Denken Sie gar nicht, dass ich ein Mörder sein könnte? Die Wahrscheinlichkeit, dass 2 Mörder im Auto sitzen, ist ziemlich gering. Papa, wurde ich adoptiert? Nein, noch nicht, mein Sohn. Niemand will dich haben. Ich stehe auf Männer, die weiterdenken. Ich habe schon 1 Liter Ananassaft getrunken. Was? Was? Was für ein Scheißtag heute. Ich habe absolut keine Munition mehr. Du meinst bestimmt Motivation? Nein. Ich habe früher nie verstanden, warum Käferattacken effektiv gegen Unlichtattacken waren. Dann dachte ich an Malaria und Afrika und... Ach, das lassen wir lieber. Schach ist so unrealistisch. Ein schwarzer König, so weit kommt's noch. Oh, der ist schwarz. Der ist schon übel. Ja, da habe ich dann den schwarzen Humor in der App entdeckt. Erblickt der Pirat trockenes Gras? Ahoi! Dein Hund bellt aber recht tief. Ja, sein Subwoofer. Was ist das Lieblingsessen eines Models? Ein Laufsteak. Irgendwie kommt da verdächtig viel Steak in der Folge vor. Will ich irgendwas sagen? Ist man gleich ein Rassist, nur weil man keinen schwarzen Humor mag? Wie nennt man einen intelligenten Menschen in Österreich? Tourist. Der Autofahrer zum Tankwart. Kontrollieren Sie bitte auch die Reifen. 1, 2, 3, 4, alle da. Insta-Time. Halt dein Maul. Hallo und willkommen zurück zu Insta-Time. Die Zeit, in der wir eure Instagram-Kommentare kommentieren. Die gute Lea ist gerade scheißen gegangen und damit der gute Jake Peralta das hier nicht ganz alleine machen muss. Das ist die Lache vom Klo. Wenn ihr übrigens auch mal bei der Insta-Time dabei sein wollt, dann folgt mir doch auf Instagram und schaut meine Stories und da kommen nämlich die Aufrufe dafür. Würde mich sehr freuen. Du bist bereit? Ja. Von Philipp G. übrigens der Kommentar. Welcher der Parteien hat eurer Meinung nach die größten Chancen, die Regierung zu stellen? Ich würde sagen, die am meisten gewählt wird. Moment, zum Zeitpunkt dieses Videos ist ja schon entschieden. Wir müssen theoretisch gerade 3 verschiedene Versionen aufnehmen. Oh, das haben die Grünen aber toll gemacht. Oh, das hat die SPD aber toll gemacht. Das hat die CDU aber toll gemacht. Und fandest du es nicht auch krass, wie der Laschet sich schon wieder lächerlich gemacht hat, als dieses Ergebnis rauskam? Ja, das ist unfassbar. Andi Riss gesagt, ich verstehe die Grünen nicht. Ich bin 2 Wochen mit dem Fahrrad gefahren und habe gemerkt, es ist nichts für mich. Es nimmt zu viel Platz im Kofferraum weg. Größter Witz ist, dass Armin und Scholz das Beste sein sollen, was CDU und SPD zu bieten haben. Scooping 99 schreibt, warum hat der Bundestag eine Kuppel? Naja, schon mal einen Zirkus mit Flachdach gesehen? Walter Hohewa schreibt, der kürzeste Politikerwitz. Ehrliche Politik. Deine Girlfriend schreibt, wollte gerade wieder was Dummes schreiben, aber ich drehe ja mit dir. Hammerhead 0815 schreibt, AfD ist witzig genug. So, und Nox94 schreibt noch, Huhn. Seht ihr, warum wir auf eure Kommentare angewiesen sind? Also bitte, folgt mir doch auf Instagram und bei der nächsten Insta-Time gebt mal wieder Vollgas
Und dann machen wir was Tolles draus. Das blöde Waffeleisen funktioniert ja gar nicht. Geh sofort weg von meinem Laptop, du Kackspast. Ich fragte die Hellseherin, ob ich eines Tages ins Gefängnis gehe. Sie sagte nein. Dann habe ich sie ausgeraubt. Warum klauen Russen immer zwei Autos? Ist doch klar, sie müssen auf ihrem Heimweg noch durch Polen. Wegzoll. Wegzoll? Eine Autokurve. Wo waren wir bei den Russen, ne? Genau. Wir sind noch in Deutschland. Bei uns auf dem Lande werden sie vom Hahn geweckt, erklärt die Bäuerin dem Giergas. Gut, dann sagen Sie bitte dem Hahn 10 Uhr. Zwei Jockeys unterhalten sich an der Theke. Sagt der eine, wie ernährst du denn dein Pferd? Sagt der andere, mit Hafer und Bier. Schon mal was gewonnen? Nee, aber mein Pferd ist immer bestens drauf. Der größte Feind des Menschen wohl, das ist und bleibt der Alkohol. Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst auch deine Feinde lieben. Und für einen kurzen trinken, ne? Ficken, ficken, ficken fürs Volk. Ficken, ficken, ficken fürs Volk. Enzin sitzt bei seinen Hausaufgaben. Du, Papa, was ist das für ein Satz? Es ist kein Bier im Haus. Stöhnt der Vater auf. Das ist kein Satz, das ist eine Katastrophe. Was ist ein Meinungsaustausch? Wenn ich mit meiner Meinung zum Chef gehe und mit seiner Meinung zurückkomme. Mann wäscht ab. Den hab ich rausgesucht. Take Viagra, die hard. Was sagt ein Gen, wenn es auf ein anderes trifft? Hallo Gen. Du bist so dünn, bewerb dich doch als Maskottchen für die Welthungerhilfe. Doch bestimmt, Alter. Ich habe ein Foto von dir an der Kellertür. So kommen wir keine Ratten ins Haus. Wenn Blödheit bremsen würde, könntest du dich den ganzen Tag nicht von der Stelle bewegen. In Memphis, Tennessee dürfen Frauen nur Auto fahren, wenn ein Mann vor dem Auto mit einer roten Flagge schwenkt, um Fußgänger und andere Autofahrer zu warnen. Mögen deine Eltern den Geschlechtsakt in den After? Du siehst so beschissen aus. Wie geht ein Leprakranker den Berg hinauf? Stück für Stück. Mami, Mami, darf ich mit deinen Brüsten spielen? Na gut, aber lauf nicht so weit weg. Haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken. Was ist absolutes Vertrauen, wenn zwei Kannibalen oralen Beischlaf betreiben? Wie wird eine Kakerlake in einer Streichholzschachtel genannt? Polnisches Tamagotchi. Wie lautet das Motto eines leprakranken Hochspringers? Nur nicht den Kopf verlieren. Was haben ein Schwuler und ein altes Auto gemeinsam? Beide sind oft im Arsch. Was ist Algebra, wenn man morgens die Wurzel aus einer Unbekannten zieht? Was ist der Unterschied zwischen einem Dildo und einem Mann? Der Dildo kann nicht Rasen mähen. Und, haben dir die Witze gefallen? Total. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns doch gerne ein Like da, ein Kommi, teilt das mit euren ganzen Freunden und wir sehen uns das nächste Mal. Like und abonnier, YouTuber!